die kleinen Augenblicke beim Malen, das Zufällige im Bild, die Zufälligkeit und eine Bewegung einfangen, das inspiriert mich beim Malen. Der menschliche Körper hat mich immer schon fasziniert und die vielen verschiedenen Facetten und Formen, die ein Körper annehmen kann. Und doch bleibt er immer das Selbst, er selbst. Und ich versuche in der Malerei diesen Moment der Bewegung auf die Leinwand oder auf das Papier zu bringen. Und dann tanze ich förmlich mit dem Stift oder mit dem Pinsel, dem Spachtel und versuche diese Bewegung auch einzufangen, nachzugehen, der Bewegung nachzugehen. Und es fasziniert mich auch, mit Farben dann auf der Leinwand zu mischen, sie zu vermischen und zu schauen, was dann wieder für neue Facetten dabei rauskommen. Und in diesen Momenten bin ich in so einer ganz anderen Welt. Ich werde leer, es ist ein Gedankenstopp und eine gewisse Ruhe. Ich komme zur Ruhe und es ist so das Wichtige für mich, dass ich mal loslassen kann. Das Loslassen. Das ist sehr inspirierend und ja, sehr wichtig, dass ich das mache. Und die Malerei verbindet mich mit meinem Selbst. Also, oder anders gesagt, sie verbindet das Ich mit dem Selbst.